Guten Morgen, ich habe hier eine thermoelektrische Kühlbox und eine Peltier-Kühlbox. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Kühlbox, ich nehme hier den Deckel weg, beladen so mit Mineralwasserflaschen, so kleine, 0,5 Liter. Und zwar habe ich hier noch eine ganze Menge, 10 Liter Wasser hier reingetan. Die Ware hatte sage und schreibe 20 Grad, Umgebungstemperatur hier auch etwa 19 Grad. Ich habe einen Datenlogger reingetan, kann ich ein bisschen Werbung machen von Elbro. Wir sehen hier, die Temperatur ist im ersten Tag und sage und schreibe etwa 12 Grad ist die Temperatur runter bei Dauerlauf. Am zweiten Tag ist die Box dann nochmals etwa 2 Grad weiter runter und die Box läuft dauernd. Also das heißt, wenn ich damit bei höheren Außentemperaturen, sagen wir 30 Grad, diese 10 Liter Wasser runterkühlen möchte, in einem Tag erreicht die dann minus 12 Grad, bei 30 Grad habe ich dann in einem Tag 18 Grad warmes Getränk, für Bier zu warm, aber das ist eigentlich nicht mein Thema. Diese Box, die hat einen Energieanschluss von 62 Watt bei 230 Volt. Und wir haben hier ein Energielabel. Diese Box ist A++ und nochmals ein Plus. Also die ist super. Wie ihr gesehen habt, wenn ihr diese Box bei 230 Volt laufen lässt, 12 Volt, geht ja sowieso nichts. Und ihr lasst sie durchlaufen und die läuft durch, weil sie nicht auf Temperatur kommt, dann braucht die pro Stunde 62 Watt. Wenn wir die 62 Watt mal 24 Stunden rechnen und wir nehmen jetzt an, ihr lässt die Box bei euch zu Hause laufen oder auf dem Schiff oder auf dem Campingplatz und das mal 365, sagen wir mal bei euch im Bastelraum zu Hause, dann rechnen wir 62 mal 24 Stunden mal 365 Tage. Gibt 543.120 Watt. Das durch 1000 gibt 543 Kilowattstunden pro Jahr. Wir haben hier ein Energielabel. Da steht 54 Watt. Steht auch hier unten pro Jahr. Das ist dann der Energieverbrauch. Rechnet nochmals nach. Die Box braucht, da weil sie immer läuft, die kommt auch nicht auf Leistung, 10-mal mehr Strom, als das hier angegeben ist auf dem Panel. Ihr habt richtig gehört. Die Box braucht 10-mal mehr, wie hier auf einem Energielabel angegeben ist. Ist dann das immer noch A++ oder ist das Oberschrott? Andersrum, ein Kilowatt, wisst ihr, was ein Kilowatt ist? Nein? Da müsst ihr einen Friesen fragen oder einer von der Nordseeküste, der kann euch das genau sagen. Ein Kilowatt ist ein Kilo Nordseeschlamm. Da haben die genügend davon.
Überhaupt kein Problem. Aber wir hier, die nicht an der Nordseeküste wohnen, müssen das Kilowatt Strom ja kaufen. Wir hier, wir haben Atomkraftwerk, Industrie und weiß nicht was, wir zahlen etwa 15 Rappen pro Kilowatt Strom im Schnitt. Wenn ich dann diese, nicht diese, die hier angeschrieben sind, sondern die reellen 543 Watt, Kilowatt mal 15 rechne, dann habe ich von so einer Box, wenn die jetzt im Hobbykeller das ganze Jahr läuft, habe ich einen Energieverbrauch oder Energiekosten von 81 Schweizer Franken. Das ist Energieklasse A Oberschrott. Wie komme ich dazu, dass diese Box Energieklasse A hat? Kann mir das jemand erklären? Kann mir jemand erklären, dass hier 10-mal weniger steht, als die Box effektiv braucht? Ich wünsche euch einen schönen Tag.